Herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo rund um das Thema Wissensmanagement und zu Folge 2 der kleinen Serie zur neuen internationalen Norm ISO 3040-1 Knowledge Management Systems Requirements. Worum geht es in dieser Folge? Nachdem wir letztes Mal die Hintergründe der neuen Norm beleuchtet haben, geht es in dieser Folge um wesentliche Definitionen. Wie alle Normen liefert auch die ISO 3040-1 eine Vielzahl an Definitionen, wobei jedoch die Mehrheit Begrifflichkeiten aus dem Normkontext selbst sind, wie Risiko, Audit, Organisation, Anforderung und so weiter. Wir beleuchten die wenigen wissensmanagementrelevanten oder spezifischen Definitionen Information, Wissen, Wissensmanagement-System, Wissensmanagement-Kultur und dem Begriff der Kompetenz. Ja, beginnen wir mit dem klassischen Dreiklang Information, Wissen, Kompetenz. Bei der Definition des Begriffes Information bezieht sich die ISO 3040-1 auf die Definition, die sich auch schon in der ISO 9001 findet, in der Information als Daten mit Bedeutung definiert wird. Nicht der ISO 9001 folgt die 3040-1 bei der Definition von Wissen. Ist hier in der ISO 9001 noch etwas anspruchsvoll und schwierig zu interpretieren, zu lesen. Wissen ist die verfügbare Sammlung von Informationen, die eine berechtigte Überzeugung darstellen und mit großer Sicherheit wahr sind. So wählt die ISO 3040-1 hier den Weg einer sehr generischen Definition. Wissen wird einfach als etwas interpretiert, das Entscheidung und Handlung in einem Kontext ermöglicht. Ich bin schon etwas gespannt, wie am Ende der englische Begriff Asset seinen Weg ins Deutsche finden wird. Nun etwas spezifischer wird es in den Anmerkungen zu dieser Definition, wo zum Beispiel spezifiziert wird, dass Wissen sowohl individuell als auch kollektiv oder organisational sein kann und dass Wissen durch Lernen und Erfahrung erworben wird. Ich vermute, Lernen ist hier verstanden als eher formelles Lernen, denn natürlich ist auch der Erwerb von Erfahrung im Grunde als Lernen zu bezeichnen. Sehr viel interessanter wird es, wenn man sich den Annex A der Norm anschaut. Dort wird Wissen nämlich als Spektrum oder Kontinuum beschrieben, das vom einen Pol des kodifizierten Wissens der Information reicht bis hin zum dynamischen Handlungswissen, das sogar seinem Träger unbewusst sein kann. Die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Zuständen, die zwischen diesen beiden Polen herrschen können, sind durchaus fließend, daher auch dieser Begriff des Kontinuums. Kompetenz schließlich wird als Fähigkeit, Wissen und Skills anzuwenden, um erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Skill ist ins Deutsche wohl am besten übersetzt mit Qualifikation. Ja, wie wird nun Wissensmanagement oder auch Wissensmanagementsystem definiert? Leider ist auch hier die eigentliche Definition wenig hilfreich. Ich würde sie fast schon als Nulldefinition bezeichnen. Knowledge Management ist Management with regard to knowledge. Auch hier gibt es interessante Anmerkungen zur Definition, nämlich als erstes die Klarstellung, dass es sich bei Wissensmanagement um einen systemischen und ganzheitlichen Ansatz handelt, der darauf abzielt, das Lernen und am Ende auch die Resultate, also die Ergebnisse, die Wertschöpfung zu verbessern. Auch hier lohnt wieder der Blick in Annex A, wo Bezug genommen wird erneut auf dieses Kontinuum. Ziel von Wissensmanagement, so lässt sich in Annex A lesen, ist es zu gewährleisten, dass die unterschiedlichen Formen und Ausprägungen von Wissen sowie die Übergänge zwischen diesen Formen und Ausprägungen konsistent im Sinne des Bedarfs der Organisation sind und letztendlich wertschöpfend wirken. Was bedeutet das nun? Wissensmanagement soll darin unterstützen, welcher Aggregatzustand von Wissen
Aggregatzustand hier in Anlehnung an die wunderbare Wasseranalogie von Gabi Reinmann. Also welcher Aggregatzustand von Wissen, für welchen Kontext, für welche Zielgruppe, für welchen Anwendungsfall am besten geeignet ist. In diesem Zusammenhang interessant eine weitere Anmerkung zur eigentlichen Definition, nämlich Wissensmanagement umfasst die Optimierung der Identifikation von Wissen, der Generierung von Wissen, der Bewertung von Wissen, der Repräsentation von Wissen, die Verteilung von Wissen und schließlich die Anwendung von Wissen. Wer das Probstsche Bausteine-Modell kennt, wird sich hier wiederfinden. Ja, ähnlich zurückgenommen ist die Definition für Wissensmanagementsystem, nämlich es ist Teil des Managementsystems, das sich auf Wissen bezieht. Auch hier durchaus lohnend die Anmerkung zur Definition, denn was alles umfasst dieses Wissensmanagementsystem? Es umfasst die Wissensmanagementkultur, es umfasst Strukturen, es umfasst Steuerung und Führung, definierte Rollen und Verantwortlichkeiten, Planung, Technologien, also IT-Infrastruktur, Prozesse und das Betreiben von Wissensmanagement. Ja, damit wären wir beim Thema der Wissensmanagementkultur. Diese wird definiert als diejenigen Elemente der Organisationskultur, die Werte, Verhalten und Tätigkeiten unterstützen, die mit dem Knowledge Management System, dem Wissensmanagement System, in Zusammenhang gebracht werden. Auch hier wieder unbedingt empfehlenswert der Blick in den Anhang, dieses Mal Annex C, wo auf zwei Seiten detailliert beschrieben wird, was eine Wissensmanagementkultur auszeichnet, was eine Wissensmanagementkultur beeinflusst und wie eine Wissensmanagementkultur gefördert werden kann. Was zeichnet eine Wissensmanagementkultur aus? Die Liste ist hinlänglich lang in diesem Annex. Von der Tatsache, dass Menschen sich dabei wohlfühlen, ihr Wissen mit anderen zu teilen, dass sie selbstbestimmt mit ihrem Wissen umgehen können, dass sie Zeit und Mühe in Lernen investieren, findet sich hier eine ganze Bandbreite von Merkmalen einer Wissensmanagementkultur. Was beeinflusst eine solche Kultur laut Annex C der Norm? Nun, auch hier wird ein breites Spektrum aufgespannt vom Führungsverhalten und Führungswerten über geltende Normen, über Anreize, vorhandene Arbeitsumgebung und so weiter. Wie kann schließlich eine Wissensmanagementkultur gefördert werden? Nun ja, hier folgt man doch einem klassischen Plan-Do-Check-Act-Ansatz, den ich eher kritisch beurteilen würde. Das heißt, es geht darum, zunächst einmal die gewünschte Wissensmanagementkultur zu beschreiben, eine Ist-Analyse durchzuführen, Gaps festzustellen, Maßnahmen festzulegen, um diese Gaps zu schließen und die Umsetzung dieser Maßnahmen zu monitoren. Nun ja, ob das tatsächlich zielführend ist, um eine Kulturveränderung zu bewirken, halte ich für mindestens diskussionswürdig. Ja, soweit die relevanten, also wissensmanagementrelevanten Definitionen aus der ISO 3040.1. In Folge 3 geht es dann um die Leitprinzipien und in Folge 4 um die konkreten Anforderungen an ein Wissensmanagementsystem. Bis hierher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Folge 3.